Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu einem neuen Adventskalender Türchen mit dem Zwergenfürst. Ich habe heute einen Gast auf meinem Kanal, einen Interviewpartner. Dem darf ich heute ein paar Fragen stellen. Heute habe ich den Professor der Gamertologie auf meinem Kanal. Dass Sie da sind. Auch Ihnen einen sehr schönen guten Abend. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie sind Sie dazu gekommen, Prof zu werden? Was hat Sie dazu bewegt, die Gematologie zu studieren? Als kleines Kind wollte ich werden wie die Charaktere in meinen Videospielen. Jedoch musste ich diesen Traum revidieren, als ich mit 7 von der Polizei eingesammelt wurde, weil ich laut Pikachu brüllend Passanten im Park mit einem Taser attackierte. Nachdem mir klar war, dass ich nicht so werden kann wie meine Lieblingscharaktere, wollte ich wenigstens alles über sie wissen. Und so bin ich zu dem geworden, was ich bin. Frage 2. Wenn Sie die momentanen Strömungen in der Gesellschaft betrachten, wie wollen Sie in Ihrer Funktion als Professor der Gamertologie Ihren Schülern am besten das momentan doch so umso wichtigere Wissen der Gamerwissenschaften nahebringen? Welchen Stellenwert hat die Gamertologie in der Welt der Ludens so viel? Nun, Nun, als Professor der Gematologie, was halten Sie eigentlich von den Themen Klimawandel und Umweltschutz? Und was tun Sie als professioneller Gamer für oder gegen den Klimawandel? nun, wenn ich einen Baum in Minecraft abbaue, pflanze ich ihn direkt wieder an. Frage 4. In der aktuellen Politik werden leider Videospielen oft die Schuld an Amokläufen oder anderen Gewalttaten gegeben. Was sagen Sie zu diesen Schuldvorwürfen? Für wie gewaltbereit halten Sie die Videospiele? Nun, sagen wir mal so. In meiner gesamten Zeit, die ich mich nur mit Videospielen beschäftige, habe ich noch nie davon gehört, dass ein Videospiel mal Amok gelaufen wäre. Das waren immer nur irgendwelche Menschen. Kommen wir gleich zu Frage 5. Es gibt eine Frage, die uns allen auf dem Herzen brennt, die wir alle sicher gerne beantwortet haben würden. Wenn Orange das neue Schwarz ist, ist Lila dann das neue Weiß? Dabei müsste man sich erstmal die Frage stellen, ob diese Farben getauscht werden oder in einer Kette den einen Platz vorrücken. Und in diesem Fall müsste man erst einmal herausfinden, mit welcher Farbe die Kette beginnt. Aber da müsste ich meinen Kollegen Jörg Fabixson fragen, der kennt sich da besser aus. Aber eine Gegenfrage: Wenn Orange das neue Schwarz ist, muss man dann orangene T-Shirts nicht mehr in die Buntwäsche tun? Frage 6. Sie waren 3 Jahre lang Professor der Gematologie und Dozent an der weltweit größten Gaming-Fachhochschul-Universität in Buxtehude. Wie viel Ansehen hat Ihnen Ihr Dozent sein an dieser hohen Universität in Buxtehude unter Ihren Kollegen gebracht? In dieser Wissenschaft zählt kein Status, da zählen nur Ergebnisse. Meine Erkenntnisse bei der Forschung zur Beule in Luigis Hose, Sie erinnern sich hoffentlich, wurden in der ganzen wissenschaftlichen gamertologischen Community gefeiert. Dann noch eine abschließende Frage, wenn Sie erlauben. Hatten Sie in Ihrer Laufbahn als Gematologieprofessor auch mal den Wunsch, einen anderen Berufszweig auszuüben? Oder war die Fachrichtung der Gematologie immer
schon Ihr Wunsch? Nun, so wirklich drüber nachgedacht habe ich bisher nicht, aber wenn ich meinen aktuellen Beruf nicht mehr ausführen könnte, würde ich wahrscheinlich umschulen zum Speedrunner für tausendteilige Puzzles. Die mache ich recht gerne. Dann bedanke ich mich für das Interview und wünsche Ihnen noch einen wundervollen Abend. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben. Vielen Dank für das Interview und auch Ihnen noch einen schönen Abend. Thank you.